Bewusstsein ist eigentlich aus meiner Sicht die wichtigste Rolle, die Männer in Funktionen haben, in denen sie Dinge bewegen können. Und bewegen kann ganz viel sein. Als ich in die Feuerwehr, in den aktiven Dienst der Feuerwehr gewechselt bin, in den 80er Jahren in Bonn, da haben die freiwilligen Feuerwehrmänner, denn damals waren es nur Männer, darüber entscheiden müssen, ob man überhaupt Frauen zulässt. Und ich habe damals, sicher auch, weil ich von meinen Eltern entsprechend geprägt war, dass also es eben keinen, wie auch immer gearteten, qualitativen Unterschied zwischen XX- und XY-Chromosomen-Menschen gibt, es immer für völlig normal gefunden, dass eigentlich auch Frauen dazugehören. Habe vehement dafür gestritten, habe grauenvolle Diskussionen geführt und am Ende war ich sehr erleichtert, dass die Mehrheit der Männer dann die Frauen zugelassen hat. Penny Morris ist jetzt immerhin mal eine Feuerwehrfrau in dieser wunderbar erfolgreichen Kinder- und Jugendserie Fireman Sam. Und die muss da irgendeiner mal reingeschrieben oder bestellt haben. Ja, wir brauchen an dieser Stelle auch mal eine Frau. Das ist eine Entscheidung, damit die vorhin diskutierten Rollenmodelle auch wahrnehmbar wären. Das ist das eine. Ich glaube auch, dass es eben Bewusstsein braucht, auf bestimmten Stellen mal eine Frau sichtbar zu machen. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie gut ist und diese Rolle eben mindestens genauso gut besetzen kann wie ein Mann. Und dann verändert sich was.